Die völlig wahnsinnig gewordene Ampelkoalition plant in ihrem Sparhaushalt, ja, das deutsche Höfesterben noch weiter zu beschleunigen und ja, viele Bauern in den Ruin zu treiben. Anders kann man Christian Lindners neueste Pläne nicht beschreiben. FDP, SPD und Grüne wollen, um diese irrsinnige Schuldenbremse einzuhalten, die Steuersubvention auf Agrardiesel streichen und damit deutschen Landwirten das Leben noch schwerer machen, die mit Landwirten in anderen EU-Ländern konkurrieren, wo die Steuern auf Agrardiesel teils deutlich geringer als in Deutschland sind. Dass Sie bei uns sind. Schönen guten Tag. Wir kommen danke, direkt dass ich hier vom sein darf. Brandenburger Tor von diesen Protesten. Ich muss aber noch mal fragen, warum halten Sie denn die Streichung der Steuerentlastungen für Agrardiesel wirklich für so falsch? Denn irgendwo in allen Bereichen muss gespart werden und jeder sagt natürlich nur bei uns nicht. Es sind gute Gründe und diese beiden Projekte oder diese erstmal, um auf diese, also man merkt hier schon, dass die Welt eine neoliberale Agitationsplattform ist. Ich meine, die gehört ja zum Springer-Konzern und dass die eine absolut neoliberale Agenda haben, ist ja klar. Also die Schuldenbremse, hinter der steckt überhaupt keine Logik. Die zwingt uns gerade in einer wirtschaftlichen Situation, in der sich die Wirtschaft im Abschwung befindet, noch zusätzlich zu sparen. Und dafür will die Ampelkoalition jetzt die Bauern bluten lassen. Also das ist ja sowieso schon völlig unsinnig. Wenn man beispielsweise Aufrüstungspakete im Umfang von 100 Milliarden Euro Sondervermögen beschließt. Also das ist ja an sich schon völlig keinem vernünftigen Menschen mehr zu erklären. diese beiden Vorhaben der Bundesregierung, nämlich Streichung Agrardiesel und Streichung der Steuerbefreiung, waren nicht nur der Tropfen, der das Fass zum Übergelaufen gebracht hat, sondern waren ein regelrechter Felsbrocken, der da reingefallen ist. Der Grund ist der, wir arbeiten mit den Maschinen, die Diesel verbrauchen, eben nicht auf den öffentlichen Straßen, sondern auf unseren Flächen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass ganz Europa Agrardieselregelungen hat. Und Deutschland bisher im Mittel. Ja, jetzt kommt das bessere Argument. Aber das Argument, ja, die Trecker fahren nicht auf den Straßen, das ist jetzt tatsächlich nicht das Beste. Steuern sind nicht zweckgebunden. Also, wir zahlen Steuern und die Regierung tätigt ihre Ausgaben, aber keine Steuer wird für einen bestimmten Zweck abgeführt. Also jede Steuer fließt aus dem Bundeshaushalt und aus dem Bundeshaushalt wird alles bezahlt. Aber jetzt kommt das bessere Argument, was Bernhard Krüsken heißt, der Mann hier jetzt bringen wird. Der europäischen Belastung für Agrardiesel gewesen ist. Wenn die Bundesregierung das jetzt streicht, dann packt sie dem Sektor Landwirtschaft eine Steuermehrbelastung von 1 Milliarde Euro zusätzlich auf. Und das ist natürlich nicht nur ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, sondern das ist die größte Steuererhöhung und die größte Last, die uns in den letzten 40 Jahren eine Bundesregierung aufpacken wollte. Und das ist natürlich Grund genug, auf die Barrikaden zu gehen. Eine Milliarde klingt. Absolut. Ja, 1 Milliarde bei einem relativ kleinen Sektor. Also die Landwirtschaft ist gesamtwirtschaftlich in einem Industrieland nicht mehr so bedeutend. Das heißt, 1 Milliarde, die mag sich jetzt im Vergleich zur mehrere Billionen Euro großen Wirtschaft nicht so viel anhören, aber für die deutschen Bauern ist das relativ viel, weil die eben keinen so großen Anteil an der Wirtschaftsleistung haben. Zumal sie, wie Bernhard Krüsken eben gesagt hat, in Konkurrenz zu Bauern aus anderen EU-Ländern stehen, die eben deutlich bessere Regelungen für Agrardiesel haben. Klingt natürlich mal viel. Es geht um 21,48 Cent pro Liter Agrardiesel. Was macht das denn für so einen durchschnittlichen Hof aus? Vielleicht können Sie es noch einmal kurz runterrechnen. Ja, also es sind 440 Millionen, die nur für den Agrardiesel dann sozusagen für den Haushalt zu Buche schlagen. Und wir haben eine knappe Viertelmillion Betriebe. Können Sie sich ausrechnen. Das ist also eine nennenswerte vierstellige Größenordnung vor Betrieb. Aber wir müssen sehen, es gibt natürlich sehr viele Nebenerwerbsbetriebe und kleine Betriebe, die noch in der Statistik sind. Wenn ich einen Vollerwerbsbetrieb nehme, also einen Betrieb, der sein Familieneinkommen ausschließlich aus der Landwirtschaft erwirtschaften muss, dann kann das schon mal eine deutlich fünfstellige Größenordnung pro Betrieb sein. Nun Und das ist natürlich in volatilen Zeiten, in der sich die Einkommen bewegen, ist das schon für den einen oder anderen eine existenzielle Größenordnung. war Cem Özdemir ja auch da, hat lange gewartet auf der Bühne, bis er dann mal reden durfte. Dann wurde er ausgebuht. Mein Eindruck ist aber, und das hat er eigentlich auch gesagt, er ist auf Seiten der Bauern und der Landwirte und will eigentlich versuchen, die Regelungen auch zurückzunehmen. Also diese Kürzungen, warum wird er ausgebuht und warum drohen Sie dann da mit einem Stilllegen der Bundesrepublik quasi? Wir drohen ja nicht Herrn Özdemir. So drohen sie mit einem Streik, wenn sie die größte Steuerbelastung seit 40 Jahren haben. Also dieser Weltreporter, der ist wirklich jenseits jeder Realität. Also der ist anscheinend überhaupt nicht in der Lage, dem Bauernvertreter dazuzuhören oder sich mal in seine Lage hineinzuversetzen.
Also ja, warum droht er wohl damit, wenn da die größte Steuererhöhung seit 40 Jahren droht, wie er gerade selbst gesagt hat? Natürlich droht man dann mit einer Stilllegung der Bundesrepublik, so gut es eben geht. Also in Frankreich, da wären die Bauern schon längst auf den Barrikaden gewesen. Also in Deutschland, die Landwirte sind ja auch besser organisiert als andere Interessensgruppen und es ist auch absolut richtig, dass die jetzt protestieren gehen. Ja, sondern stärken ihm den Rücken, dass er im Kabinett eben auf eine Rücknahme dieser Beschlüsse hinarbeiten kann. Er ist natürlich, es hat ein bisschen Unruhe gegeben, als er aufgetreten ist. Steht für die Bundesregierung dort. Ja, aber wir haben ihm natürlich versucht, den Rücken frei zu halten. Wir haben, und das hat auch Präsident Rugwied getan, Respekt eingefordert. Und er ist natürlich zu Wort gekommen und wir rechnen ihm das hoch an, dass er sich sozusagen dieser Diskussion gestellt hat. Aber er ist ja nicht alleine im Kabinett. Sein Kabinettskollege hat sich ja, wenn ich das so sagen darf, verdrückt. Wenn ich aus der FDP höre, da ist man auch dafür, das möglicherweise rückgängig zu machen. Also ist dann so eine Drohung jetzt in dieser Phase notwendig? Also, sorry, diese ganzen Ankündigungen von einzelnen Ampelpolitikern, um sich jetzt zu profilieren, das rückgängig zu machen, die sind wirklich so dermaßen verlogen. Also die Ampelpolitiker haben zusammen dazu, in geheimer Runde zusammengesessen, diese riesige Steuererhöhung für die Landwirte ausbaldowert und jetzt hinterher erzählen sie, ja, wir wollen doch, wir wollten das ja eigentlich gar nicht. Also dann waren die entweder bei dieser Besprechung nicht dabei, die haben nicht zugehört oder sie verarschen uns jetzt. Und ich glaube, eher Letzteres ist der Fall. Also diese Ankündigung, dass man das ja eigentlich gar nicht wollte, die sind so dermaßen verlogen. Wenn man das nicht gewollt hätte, dann hätte man das halt nicht beschließen dürfen. Also, dass sie jetzt hinterher zurückrudern, das liegt daran, dass die Landwirte eben so protestieren gehen. Und wie gesagt, es ist absolut gut, wenn Menschen sich organisieren und für Interessen protestieren gehen. Das können wir absolut nur unterstützen. Zumal Steuererhöhungen für die Landwirtschaft sich ja auch mittelbar irgendwann in Lebensmittelpreiserhöhungen niederschlagen werden. Und das Höfesterben ja auf jeden Fall keine Entwicklung ist, die wir noch weiter beschleunigen sollten. Also, das ist ja für den ländlichen Raum sowieso, es gibt da im ländlichen Raum sowieso schon eine riesige Abwanderung. Und wenn jetzt noch mehr Bauern pleite gehen, dann wird das diesen Prozess nicht verlangsamen. Notwendig, das war ja eine klare Drohung. Ab 8. Januar sozusagen kommen sie wieder und wollen dann nicht nur Berlin lahmlegen. Naja, ich meine, unser Sektor hat ja auch einiges beigetragen zum Gelingen dieser Gesellschaft. Ja. Wir haben die Klimaziele eingehalten. Wir sind auch diejenigen, die auch in ökologischer Transformation unterwegs sind. Wir tun etwas für Biodiversität und Artenvielfalt. Und natürlich ist der ländliche Raum auch so etwas wie ein, ein Rückgrat unserer Gesellschaft und unserer Demokratie. Und dafür muss man halt was tun. Da kann man nicht einfach hergehen und eine Milliarde abziehen. Sie haben vorhin die Antriebsmaschinen auch angesprochen, die ja eine riesige Rolle spielen auf den Bauernhöfen, in der Landwirtschaft. Gibt es denn alternative Antriebsarten, die entwickelt werden könnten? Also kann man diese Arbeitsmaschinen auch irgendwann mal ohne Diesel vielleicht mit Elektro betreiben? Oder ist das einfach Zukunftsmusik und derzeit nicht möglich? Das ist genau das, was im Moment nicht im Ansatz in Sicht ist. Das ist ja schwere mechanische Arbeit. Ich meine nicht. Also, sorry, Science Fiction. Also das hat mit der Realität absolut nichts zu tun. Umsonst arbeiten ja nicht mehr 80% unserer Gesellschaft mit ihrer Hände Arbeit auf dem Feld, sondern wir haben diese Maschinen. Die Arbeit muss aber geleistet werden. Das sind Transportaufgaben, Bodenbearbeitung, Ernte und so weiter und so fort. Und da können Elektroantriebe im Moment nur für leichte Arbeiten auf dem Hof praktikabel eingesetzt werden. Vielleicht ist irgendwann mal der Wasserstoff eine Option. Da sind wir genauso unterwegs wie die Nutzfahrzeugbranche. Aber auf Sicht und im Moment haben wir schlicht keine Alternative zum Diesel und wenn... Ja, es schreibt gerade auch einer im Chat. Also diese Fragen des Weltreporters, die haben wenig mit der Realität zu tun. Also der hat sich wahrscheinlich vorher in seiner Redaktion da so ein paar Fragen vorgelegt bekommen und die liest er jetzt wahrscheinlich einfach vor, ohne Bernhard Krüsken hier mal zuzuhören. Ich meine, sagt ja ziemlich klar, was die Bauern wollen und was ihr Problem ist. Wenn es andere Antriebe gibt, dann sind sie im Moment auch noch nicht besonders nachhaltig. Ganz kurz, wie geht es jetzt noch weiter bis zum 8. Januar? Wie würden Sie reagieren? Was erwarten Sie? Naja, wir haben ja wahrgenommen, dass es in der Ampelkoalition jetzt ein Überlegen gibt. Genau. Wir haben den Agrarminister gehört. Es gibt ja auch das eine oder andere aus den Fraktionen im Deutschen Bundestag, weil letzten Endes muss das Parlament hier entscheiden. Und wir gehen schon davon aus, dass jetzt noch Zeit genug ist, über Weihnachten darüber nachzudenken, das Ganze komplett wieder einzupacken. Sie fahren also mit einem guten Gefühl heute eigentlich nach Hause. Der Protest hat sich gelohnt. Naja, fragen Sie mich das bitte Mitte Januar.
Machen. Das können wir nur hoffen. Also absolute Unterstützung für die Bauernproteste. Wir können nur hoffen, dass die Erfolg haben. Weder das Höfesterben noch Preiserhöhungen bei Lebensmitteln sind irgendwas, was wir uns als ja, Bevölkerung, die nicht in der Landwirtschaft arbeitet, irgendwie wünschen können. Also wir können uns nur hoffen, dass das Erfolg hat. Hinter diesen Steuererhöhungen auf Agrardiesel steht der Irreplan der Ampelregierung, die Schuldenbremse in einer Rezession einzuhalten. Steht die Entscheidung der Ampelregierung, lieber Geld für Aufrüstung auszugeben, als das Leben der einfachen Menschen nicht weiter zu verteuern. Also diese Regierung schadet unserem Land. Diese Regierung will gerade die deutsche Landwirtschaft zerstören. Diese Regierung muss einfach weg. Anders geht es nicht. Die kommt alle paar Monate mit einer neuen Idee, wie sie die Bevölkerung noch mehr schröpfen kann, um die Ecke. Einfach nur, damit die FDP ihr irres Ideologieprojekt Schuldenbremse, das von mächtigen neoliberalen Thinktanks mit in unsere Verfassung geschrieben wurde, um das einzuhalten. Das ist völlig irre. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Also wir können nur hoffen, dass die Landwirte mit ihrem Protest Erfolg haben.